Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Casting of Frank Stone. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass Sam Green nicht der Sam Green ist, den wir eigentlich kannten, sondern dass in den Zeiten rumgefuscht wurde. Dann waren wir mit Linda in der Vergangenheit unterwegs, haben den alten Folter oder das alte Versteck von Frank Stone gefunden und sind jetzt wieder hier in der, ich sag mal, Gegenwart. Wo die Tochter von Bonnie auf Chris gestoßen ist. Ja, und an dieser Stelle machen wir weiter. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn nicht, seht zu, dass ihr das hinbekommt. Und nicht wundern, meine Stimme könnte ein wenig komisch klingen. Ich bin noch total verschnupft. Sie ist die Schwester meines Freundes. Verwirrt. Deine Mutter? Verwirrt, ja, verwirrt. Jeder wäre doch jetzt verwirrt. Deine Mom? Aber das... Wie kann das möglich sein? Du redest von Bonnie Rivera, stimmt's? Ja, sie war... Sie war gerade hier, aber wir waren... Oh. Meine Mom starb vor ein paar Wochen. Nein. Nein, 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 nein. Wir waren im Werk und haben gedreht. Der Film war gerade fertig. Was zum Teufel? Echt männlicher Schrei. Maddie! Oh mein Gott, da ist dieses Ding. Es will mich umbringen. Was geht hier vor sich? Wer verdammt ist die? Als ihr weg wart, habe ich den Ort hier gefunden, und sie war hier. Wie kamst du her? Weiß nicht, ich glaube, ich wurde hergebracht. Warum? Keine Ahnung! Stan! Du willst nicht hier sein. Glaub mir. Daran bist du gekommen? Ich glaube, ja. Meinst du, es kann dich auch zurückbringen? Ich will nicht zurück, hoffnungsvoll. Ich muss es versuchen. Wenn das wirklich wahr ist, muss ich es probieren. Meine Freunde sind in Lebensgefahr. Ich muss zu ihnen zurück, egal wo sie sind. Ich helfe dir. Kletter du doch wieder in die, Kammer oder was das ist. Ich guck mal, wie die Steuerung funktioniert. Ich halte die Augen offen nach, Unterbrechungen. Okay, hat das Ding einen Schalter? Ja, ich sehe ihn. Okay, leg ihn um. Oh, shit! Na, versuch's mit der Stange. Alter, du bist echt nett. Na, ja, sag mal. Ja, ich drück ja. Endeffekt, um alles zu verhindern, müssen wir sie wieder zurückbringen. Oh oh. Ist das jetzt, eher diese... Ach, wie heißt sie nochmal? Lieber? Komm schon, Terminator-Style. In der Hocke. Und Zeitblase. Oder doch nicht. Ja, Dings ist leider tot. Heim. Heime? Nein, nein, nein! Ah, nein! Ah, fuck, fuck, fuck! Oh, Heim ist heimgegangen. Verstehst du? Ich muss die anderen finden.
Okay. Ich glaube, jetzt wird's gefährlich. Für uns alle. Ja, machen wir dann. Ja, muss sie echt mal wieder zusammenreißen. Was ist echt passiert, oder? Ist klar, haben wir hier irgendwas, was uns helfen kann? Oh, warte hier. Ja, wo denn? Zeigt mir nichts an. Oder ich bin zu blöd, das zu sehen. Ja, die Türklinke habe ich gesehen. Okay, da hinten? Nö. Also muss ich in die Richtung wahrscheinlich. Ja, gut. Ist da jemand? Ich glaube, wir sollten... Ach, noch da oben das Ding. Oh, da kommen wir aber wieder nicht ran. Das liegt da oben auf dem Gitter. Aber das... Ich krieg's seit mehreren Folgen ja diese Leiter da nicht runter. Was haben wir hier? Waren wir hier schon mal? Weiß ich gar nicht. So lange her. Aha. Ach, der Clown. Okay, dann haben wir den auch gefunden. Im Menü ist unter anderem, wenn du die Puppen gefunden hast, immer noch so ein bisschen Erklärung zu den Charakteren, die man dann in DBD erkennt. Oder die Leute kennen, die DBD halt spielen. Oder wie in meinem Fall gespielt haben. Und immer noch das so ein bisschen aktiv verfolgen. Ich brauche wieder einen Schlüssel. Ja, wie ich ja schon mal sagte, da gucke ich ja immer sehr gerne Grant. Der macht das immer sehr unterhaltsam. Nicht wundern, wenn ihr manchmal dann von mir so ein irgendwie hört, hatte ich dann mal kurz mein Mic still und war wie ein aber abhusten. Ja, ich bin's. Ich bin's nur. Gott sei Dank. Du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Total verrückt ist. Ich hab's gesehen. Hat mich fast geköpft. Hab's nur hier mitgeschafft. Verstört? Was zur Hölle ist das? Wahrlich? Es hat mich an einen anderen Ort gebracht. Wahrlich. Nein. Nein, ich war nicht mal hier. Mann, ich war irgendwo ganz anders. Und da waren diese verrückten Maschinen und Lichter. Aber ich glaube, das war gar nicht hier im Stahlwerk. Du, was? Ich weiß, das klingt verrückt, aber da war ein Mädchen. Sie sagte, Bonnie sei ihre Mom. Mann, das ergibt alles keinen Sinn. Bonnie. Wow. Hey, ist ja gut. Schon gut. Wir gehen hier noch alle drauf. Es gibt keinen Ausweg. Tut mir so leid. Oh Gott. Bonnie, tut mir so leid. Er ist mi hermanito. Der ist tot. Oh, und du? Ich bin okay. Ja, bin okay. Wie kannst du jetzt so ruhig sein? Bin ich nicht. Aber ich weiß, dass wir das alles hier nur überstehen, wenn wir uns jetzt zusammenreißen. Nur für eine Weile. Was ist dieses Ding da draußen? Keine Ahnung. Aber das heißt nichts Gutes. Und wir müssen so weit wie möglich weg von ihm. Tolle Idee. Und wie machen wir das? Da ist der Gully. Da kommen wir vielleicht raus. Mit etwas Glück finden wir von der Kammer aus einen Weg rein. Es kommt. Was ist? Was siehst du? Ich sehe gar nichts. Das heißt nicht, dass es nicht da ist.
als ich dachte, ich finde mich hier zurecht. Hier rumzuirren ist wie sein Hirn durch einen Eierschneider zu schieben. Was? Ach, nichts. Ich dachte nur, wenn ich irgendwem erklären sollte, was vorhin passiert ist, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Nacht geht einfach weiter und weiter. Ja. Aber weißt du was? Wir waren stundenlang hier und alles war völlig normal. Naja. Du weißt schon. Komisch wurde es erst, als Sheriff Scheißkerl dazu kam. Du weißt nicht, ob er irgendwas damit zu tun hat. Beweist das Gegenteil. Und was machen wir jetzt? Wir haben nur eine Option, weißt du? Die wäre? Und so schnell wie möglich von hier zu verziehen. Was ist mit Linda? Was denn? Hoffentlich laufen wir ihr einfach über den Weg. Ja, ein wahrer Held. Aber die Frisur hat mir schon alles über ihn verraten. Kind war? Kind? Das Mädchen in dem Sarkophag. Ich weiß auch nicht viel. Sie sagte, sie kennt meine Mom. Aber das kann nicht sein. So wie viel ist hier neuerdings? Ich wünschte, wir hätten länger reden können. Ich hoffe... Hätten wir uns... Ich wünschte, wir hätten länger reden können. Ich hoffe nur, dass sie wieder dort ist, wo sie hin wollte. Hätten wir uns auch entscheiden können, dass sie da bleibt? Sieht gerade echt verlockend aus. Gib's ja zu. Okay. Ah! Trickster, oder wie das war? Sieht aus wie so ein Bett, in dem sie Jungfrauen opfern, wie in einem alten Horrorfilm. Ah, guck mal an. Andenken früherer Opfer, die zu Schutztalismanen werden können, wenn man sie trägt. Was ist das? Ein Anhänger. In diesem Buch war ein Bild davon. Da stand, dass er eine Art Schutz oder so bietet. Ich hab nicht daran geglaubt, aber... Ja. Also, vielleicht sollte ich ihn tragen. Für den Fall. Für den Fall, dass er funktioniert? Ja. Ich meine, ich bin heute schon fast gestorben. Selbstbewusst. Wir behalten ihn. Ich habe ihn gefunden. Und ich würde sagen, nach der Tradition heißt das, wer etwas findet, der darf es behalten. Meinst du, Augustine hat uns hier reingelockt? Damit sie... Sieht öde aus. Ja. Aber... Vielleicht trügt der Schein ja. Aha. Hallo. Ein Schlüssel. Ganz andere als öde. Nee, sie will ich auf alle Fälle retten. Und wenn dieser Aufhänger, dieser Anhänger irgendwas bewirken kann, dann... Damit sie einen von uns opfern kann? Nun, es gibt eine Möglichkeit, uns davor zu schützen. Boah, Mann! Also wenn der Anhänger schützen kann, will ich, dass sie geschützt wird. Sie ist ja schließlich Bonnies Tochter. Frage ist, gibt es genügend Anhänger für alle, wenn die schützen können? Ist raffiniert. Mhm. Na klar. Vorsicht zugleich. Warum auch nicht? Wo sind wir jetzt? Wir laufen Gang. Waren wir doch gerade. Oder kommt mir das nur gerade so bekannt vor? Schick. Sowas mag ich.
Und zum Bildschirm mag ich. Du musst das verstehen. Warum sollte ich? Ich kenne dich nicht mal. Linda! Zum Glück bist du okay. Du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe diesen völlig irren Raum gefunden und dann ist dieses Mädchen aufgetaucht. Maddie, hör zu. Das ist nicht der Sam Green aus Cedar Hills. Er ist ein Betrüger. Ihm ist nicht zu trauen. Ich gebe zu. Zwischen uns liegen Entfernung und Zeit und noch viel mehr, als du denkst. Aber wer auch immer ich für dich bin, du kannst mir trauen. Das musst du. Nenn mir einen guten Grund. Du hast Augustins Archiv gesehen. Sie sammelt nicht einfach nur jedes Stück von eurem Film. Sie sammelt jedes Stück von dem Film, das jemals möglicherweise hätte existieren können. Was soll das bitte schön heißen? Du kannst nichts davon beweisen? Sam könnte recht haben. Ich glaube, er hat recht. Vor einer Stunde hätte ich das nicht gesagt, aber nach dem, was ich erlebt habe, glaube ich, Sam hat vielleicht recht. Augustin belügt uns. Was auch immer sie tut, übersteigt unsere Vorstellungskraft bei weitem. Du hättest die Kammer sehen sollen und das Mädchen. Ich misstraue Augustin, aber diesem Mann noch weniger. Wer Augustin auch ist, zumindest behauptet sie nicht, aus deiner Vergangenheit zu sein. Na toll, vom Regen in die Traufe. Was hier abläuft, gefällt mir gar nicht. Lass uns lieber schnell abhauen. Das ist eine Leinwand. Ist das etwa euer Film? Ja, ist es. Hast du dein Stück vom Film? Ja. Dann zeig's mir. Marie? Ich muss den echten Film sehen. Was? Wo ist es? Nein. Es war genau hier. Es war hier drin. Hast du deins denn noch? So. Zeig's mir. Zeig, was du meinem Sohn geklaut hast. Ich kann das nicht. Du kannst das nicht? Ich... Naja. Also, hab halt schon einen Deal mit Augustin. Ich... Das war bevor alle anderen kamen. Ich hab einfach schon... Ja, der konnte das ja nicht wissen, was das für eine Konsequenz das alles hat. Also jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf, oder? Du wusstest nichts. Konntest du doch gar nicht. Ich schwöre, hätte ich auch nur geahnt, was für eine absolut irre Augustin wirklich ist, hätte ich mindestens das Doppelte verlangt. Boah. Und dann hätte ich Nein, danke gesagt und die Beine in die Hand genommen. Ich schwör's. Ich habe dir einen Vertrauensvorschuss gewährt, Stan. Hey, hast du, was du wolltest? Bist du fertig mit den Spielchen? Wenn sie die ganze Zeit schon alle Teile des Films hatte, warum hält sie uns fest? Brauchst du irgendwelche Opfer? Ja. Ah, oder muss in der Vergangenheit das jetzt erst irgendwie sich zuspitzen? Shit, was machen wir denn? Nutze die Macht der Kamera. Achso, drück auch, du Idiot, ja. Das Zeichen hatte ich ganz übersehen. Was machst du? Nein! Nein! Linda!
Eigentlich durfte sie ja nicht sterben, sonst wäre die Tochter ja nicht da. Ja. Mach jetzt. Ah, aufgehakt. Angehakt. Oh mein Gott. Wie bitte? Das kann doch gar nicht... Was? Ey! Das konnte ich nicht verhindern. Aber warum ist sie dann noch da? Mom! Nein. Nein, so war es nicht. Das ist nie passiert. Trösten ist das eine, aber wir müssen sagen, dass da was definitiv nicht stimmt. Die es niemals gab. Niemals! Ich glaube, ich sollte mich jetzt lieber verziehen. So viel dazu, hä? Du Held. Das ist der echte Sam. Wir waren in der alten Maschinenhalle. Da haben Chris Keime und ich einen Weg in Franks Versteck gefunden und... Das war von... Ich weiß. Da drin ist noch voll die Party, ja? Bleib genau hier, bis ich zurück bin. Verstanden? Aber ja. Dad... Hör auf deinen Vater. Wir machen schön den Waterinski. Alles klar. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und wenn euch diese hier gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.